Mit dem Zellverbund Karlsruhe wird im Projekt C-Cells an einem einzigartigen Szenario geforscht. Mit dem Energy Smart Home Lab des Karlsruher Instituts für Technologie und dem House of Living Labs des FZI Forschungszentrum Informatik sind zwei echte Gebäude in einem Zellverbund zusammengeschlossen. Hinzu kommen weitere virtuelle Zellen, die bei der Forschung zu Simulationszwecken dienen. Zentral dabei ist die Entwicklung und Erprobung eines Zellmanagers, der die Interaktion und Regulierung zwischen den Zellen steuert. Das FZI House of Living Labs ist ein Laborgebäude. Hier findet Forschung unter anderem in den Bereichen Robotik, Smart Home und autonomes elektrisches Fahren statt. Der Energiebedarf kann dabei sehr schwanken und hoch ausfallen. Mittels Solaranlage und Blockheizkraftwerk kann im Gebäude Energie produziert und selbst genutzt oder ins Netz eingespeist werden. Auf dem KIT Campus befindet sich das Energy Smart Home Lab. Auch hier wird mittels Solaranlage und Blockheizkraftwerk Strom für die Selbstversorgung und Einspeisung in den Karlsruher C-Cells Verbund produziert. Der moderne Wohncontainer mit Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmern wird zudem auch zur Nutzungsforschung in einem smarten und vernetzten Wohnszenario verwendet. Unser Zellverbund verbindet insgesamt 56 intelligente Haushalte, die an ein gemeinsames Niederspannungsnetz angeschlossen sind. Darunter sind 54 simulierte Haushalte, das Reallabor FZI House of Living Labs mit echten und simulierten Ladesäulen und das Reallabor KIT Energy Smart Home Lab, das in einer Power-Hardware-In-the-Loop-Umgebung betrieben wird. Den Fokus legen wir in diesem Szenario auf den Einfluss hoher Leistungen auf das Netz und damit auf die Temperatur des Transformators. Der Zustand wird über die Netzampel verdeutlicht. Im Normalzustand, also bei einer grünen Netzampel, wird das Stromnetz wirtschaftlich betrieben, die Haushalte optimieren ihre Energieflüsse und damit ihre Energiekosten. In unserem Szenario findet nun ein Meeting im FZI House of Living Labs statt. Die Teilnehmer reisen mit Elektrofahrzeugen an und wollen diese aufladen. Das führt zu einem erhöhten Leistungsbezug, der Transformator wird wärmer und die Netzampel springt auf Gelb. Der Zellmanager versucht nun, den Netzzustand über Preissignale zu beeinflussen, die an die Haushalte verschickt werden. Die Haushalte optimieren daraufhin ihre Leistung für den Tag und schicken entsprechende Fahrpläne an den Zellmanager. Der Zellmanager wählt anhand dieser Fahrpläne das optimale Preisszenario und gibt es den Haushalten vor. Wenn nicht genügend intelligente Haushalte an der Optimierung des Netzes teilnehmen, verschlechtert sich die Situation weiter, die Netzampel wird rot. In der Folge müssen Lasten abgekoppelt werden, um das Netz vor einem Zusammenbruch zu bewahren. Springen wir zurück zur gelben Ampelphase und dem Zellmanager, der Preissignale aussendet. Dieses Mal nehmen wir an, dass sich ausreichend viele intelligente Haushalte beteiligen und ihre Leistung anpassen. Damit kann der kritische Netzzustand vermieden werden und die Elektrofahrzeuge können weiter laden.